Luca Banchi ist als Trainer von Brose Bamberg mit einer Niederlage bei Olympiakos Piräus in der Basketball-Euroleague gestartet. Beim griechischen Topclub verlor der kriselnde deutsche Serienmeister am Freitagabend mit 79:87, 42:42. Der Nachfolger des vor zwei Wochen beurlaubten Andrea Trinchieri saß erstmals auf der Trainerbank der Franken. Bis zur Halbzeit hielt Bamberg gegen die bereits für das Viertelfinale qualifizierten Griechen gut mit. Nationalspieler Marodolo erzielte 11 seiner insgesamt 16 Punkte in der ersten Halbzeit. In der Offensive agierte das Team von Banchi mit mehr Selbstvertrauen als zuletzt. Gegen das Star-Ensemble aus Piräus war Bamberg letztlich aber chancenlos. Der Tabellenzweite der Königklasse ist Mitfavorit auf den Titel in diesem Jahr. Der Bamberger US-Profi Durell Wriegt war mit 23 Zählern Topscorer der Partie. 5 Spieltage vor Ende der regulären Saison in der Euroleague hat Bamberg nur noch minimale Chancen auf die Playoffs. Der Rückstand des Tabellen-14. auf Rang 8, der zum Einzug in die K.O.-Runde berechtigt, beträgt nun bereits 4 Siege. Am Sonntag geht es für die Bamberger in der Bundesliga bei Radio Arm Ulm um wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs.